In diesem Video möchte ich euch mal darauf aufmerksam machen, dass es sehr schwierig ist, im Internet anonym unterwegs zu sein. Das habe ich jetzt mal in 8 Gründen zusammengefasst. Die Liste ist jetzt weder sortiert, noch hat die Anspruch auf Vollständigkeit. Grund Nummer 8, eure IP-Adresse kann schon euren genauen Wohnort verraten. Ich habe es jetzt hier mal gezeigt bei IP-Leak. Die versucht schon den Wohnort mit der IP-Adresse rauszufinden und da kommt Falkensee raus und das ist auch korrekt. Grund Nummer 7, Cookies. Ja, die ganzen Webseiten, auf denen ihr mit eurem Browser surft, speichern Cookies. Das macht es möglich, dass ihr über mehrere Webseiten hinweg zu identifizieren seid als einzelner Nutzer und auch über mehrere Tage und Wochen, vielleicht Monate und Jahre hinweg sogar. Grund Nummer 6, Canvas Fingerprinting. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, ist aber offizieller Teil von HTML5 und da werden versteckte Elemente im Hintergrund geladen, die auch wieder Informationen von eurem Browser übertragen, zum Beispiel über die installierten Schriftarten. Grund Nummer 5. Es gibt einen Hardware-Fingerabdruck, die Mausgeschwindigkeit kann gemessen werden, das Scrollradverhalten kann rausgefunden werden und es gibt sogar CPU-Benchmarks im Browser, die mal kurz die Leistungsfähigkeit eures Computers testen und euch somit auch identifizierbar machen unter vielen Nutzern. Grund Nummer 4. Betriebssystem und Auflösung. Der Browser überträgt Informationen zum verwendeten Betriebssystem und natürlich auch der Fenstergröße eures Browsers, sodass die Website sich vernünftig darstellen kann. Grund Nummer 3. Die Region. Ja, Sprache und Zeitzone werden übertragen, damit halt die richtigen Sachen dargestellt werden können. Also die Uhrzeit muss richtig dargestellt werden und die Website möchte natürlich auch entscheiden, welche Sprache da jetzt gerade angesagt ist. Grund Nummer 2, der Browser selbst überträgt einen sogenannten User Agent, also die genaue Version und damit auch nochmal das Betriebssystem. Ein Beispiel könnt ihr unten sehen. Grund Nummer 1, Browser-Plugins. Auch hier werden wieder Informationen übertragen über die installierten Browser-Plugins. Zum Beispiel können die Webseiten testen, ob ihr einen Adblocker installiert habt, um es mal ganz einfach zu sagen. Und die Webseiten können sogar testen, ob ihr den Haken für Acceptable Ads bei Adblock Plus drin habt oder nicht und welche Filter ihr aktiviert habt. Also bis in die Einstellungen der Add-ons rein könnt ihr identifiziert werden. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was kann man dagegen tun. Es gibt dagegen kein Patentrezept und ich wollte euch jetzt einfach nur mal darauf aufmerksam machen und auch zeigen, wer nutzt sowas, zum Beispiel Anti-Betrugssysteme mit DDoS-Erkennung, die versuchen euch bei Bezahlsystemen zu erkennen, damit jetzt da kein Betrug gemacht wird. Online-Shops wie Amazon, die machen das natürlich auch. Das hat bei mir dazu geführt, weil ich immer regelmäßig Cookies lösche und immer mit falschen IPs unterwegs bin, dass ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung quasi nutzen muss, sonst dreht da das Betrugssystem durch von Amazon und denkt ständig, da wäre ein anderer User am Werk. Und es gibt natürlich Werbefirmen, die Nutzer einzeln identifizieren möchten und tracken euch für Werbeanzeigen dann auch noch.